raus, Baumrinde. Und ich denke mal, wenn die Kisten voll sind, sind sie voll, ne? Dann machen sie nichts mehr. Bald verdient Chefin mehr als Jens. Was? Hast du schon den Gasextraktor 2 gebaut? Nee, der ist auch Neuzeitdieb. Nee, den habe ich auch noch nicht gebaut. Jetzt sagt sie Endgame in 2 Tagen, ich werde nicht fertig. Hallo Hexe! Ich bin jetzt 5,35 TTI. Wenn ich jetzt gleich auf den Orme gehe, dann stelle ich mich mal jetzt dahin. Sonst wird es ja nichts. Ich bin so aufgeregt. Muss ich mir gleich einen Orme unten drunter stellen. Ich bin doch so aufgeregt. Wo habe ich denn noch Maschinerie, die automatisiert werden kann? Jetzt weiter weg, gell? Ach so, warte mal, ja, hier. Trinken. Und raus trinken. Was hat Jens eigentlich gesagt, dass du einen neuen Partner hast? hat sich gefreut, Paddel, hat sich gefreut. 5,35 TTI. Ach, Tiger Roo. Ich glaube, ich verstehe heute, was ich will. Sorry, schau heute nur zu, hab meine Tage, die männlichen Theater auf Arbeit. Ach du Scheiße, Sven, was in der Hut. Würde sagen, wird Zeit für Sabaton. Ach du Scheiße. Ah! Oh! Racker! Hab ich alles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ah, genau, 9 sind's ja. Die Chefin ist schreckhaft. Nee, Mats, ich weiß nicht. Meinst du, wir können einen Sabaton machen? Zwei, vier, fünf, sechs. Juhu. 2, 4, 6, 7. Und jetzt die da noch hier. Klong. So. Ach, du heiliger Strohsack. Ja, komm, trink noch mal was. Huch. Hast du was mitgenommen hier? Wieso geht denn das gerade nicht? Das will er nicht trinken. Juhu! Kann ich nichts machen? Warum? Ach, Svenna, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen! So, warte mal. Das habe ich schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Das habe ich auch schon gemacht. Sabaton, willst du Hot Tuben machen, oder was? Du hast 365 Tage, ja, das ist sehr geil, ne? Ah, wer was? Sag mal, aber hier kann ich nichts machen an den Dingern, ne? Nee, die sind nur für die Algen zuständig. Und wenn ich das jetzt einlager, mein Dröhnchen, kann ich sagen, Paimod-Slots pushen, genau, Matze. Kann ich jetzt quasi sagen, das kommt jetzt alles da rein. Und jetzt soll er es auch gleich forttragen. Zwischenspeicher. Das heißt, so Drohnenstationen kannst du ja quasi auch irgendwo auf die Map stellen und dann alles reinpushen und dann einfach sagen, bring weg. Ist das geil. Was ein gestikulierender, schreckhafter Scheiße.
Ich bin halt jetzt im Endgame, ne? Folge dir schon, nur meine Amazon am TV nicht. Ah, Svenja! Ich hab mich schon gewundert. Alles klar, ich weiß Bescheid. Dankeschön. Wie viele Drohnen passen in die Station? Stand es dabei? Wie viel? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, das sieht aber nicht gut aus, aber es funktioniert. Warte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Un momento, por favore. Da müssen wir gleich schon mal nachgucken. Ja, ja, Racker. Ah ja, klar, ich muss es ja ausprobieren in Zwischenlage. Ich weiß aber nicht, ob er funktioniert. Hab nur nicht gemerkt, dass er klappt. So, wie viele Drohnen gehen? Wie viele Drohnen gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht raus. Hier kannst du ja immer wieder Drohnen herstellen. Das ist eine sehr gute Frage. Genau. Also das Zwischenlager ist auch gleichzeitig ein Drohnenlager. Das darf ich natürlich nicht immer komplett vollpacken. Ja, ich weiß, Baum Brick. Ich klicke mir so gerne bei dem Spiel. Das, was jetzt voller Algen ist, könnten auch Drohnen sein. Ja, ich denke auch, ne? Ja, ja, Gino, gell? Also, 2, 4, 2, 4, 5, 2, 4, 5. Endgame! Da brauche ich ja gar nicht so viele bauen. Dann brauche ich ja gar nicht so viele bauen. Was hat Baron Brick jetzt gesagt? Acht Drohnen? Was hast du vorhin gesagt? Brauche ich gar nicht. Kann ich das da eigentlich auch einstellen? Oh, nein! Ich muss nie wieder ernten. Aber warum kann ich es denn einstellen, wenn da steht, er macht es nicht? Doch 300 abgehen. Wegen dem Abtransport von Algen, bau lieber eine Kiste oder Schrank als Zwischenlager. Ja, ja, Talgero. Also, ich probier's mal. Nee, das macht er bestimmt nicht. Nee, das macht er nicht. Auch ich kann's, aber irgendwie macht das doch nicht. Leute, ich gehe jetzt auf eine Orme. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich mir schon was in die Hosen pulle. Also, ich stelle mich mal hier hin, dann könnt ihr das schön beobachten. Ich bin ganz, ganz, ganz schnell wieder da. Soll ich dir sagen, wie? Was? Du kannst es einstellen, weil du Seeds reinpacken kannst, also Nachfrage. Jetzt sage ich doch die ganze Zeit. Ich habe alles richtig gemacht. Müsste jetzt eigentlich auch weniger am Start sein. Nee, immer noch nicht. Okay, dann müssen wir weiter beobachten, ob er es abtransportiert. Komisch. Oder warte mal, Puller-Alarm! Richtig, Racker. Doch raus. Genau. Raus ist richtig. Aber sie sind halt auch beschäftigt, ne? Ich brauche mehr Drohnen. Mehr Drohnen braucht das Land. Die Drohnen sind überlastet. Ich glaube auch. Bin erstmal raus, wünsche euch noch viel Spaß bei Angebot und Nachfrage. Soft Eis, habt einen wunderschönen Tag, bis dann. Ach, Angebot und Nachfrage, das hatte ich in meiner Ausbildung. Was a note?
Wir werden alle bedroht. Wir werden alle bedroht. Also, ganz schnell, ich bin gleich wieder da. Geht auch mit. Komm, wir gehen alle auf den Arme. Dann sind wir entleert. Und jetzt könnt ihr den Gustav nehmen, ne? Neues Emote, auch Matze, ne? Gustav. Was, Mist? Ich dachte, ich bin Schelle. Schelle? Gustav kann öfters übernehmen. Ja, ja. Ja, jetzt muss ich ja unterwegs sein, ne? Tochter abhören. Mama, du wirst Oma. So. Jetzt haben wir schon mal Drohnen. Wie war das mit Gasextraktor? So, die Drohne wollte ich herstellen. Die müssen wir auch im Auge behalten. Ich brauche viel mehr Drohnen. Aquarium ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich brauche andere Dinge. Muss aber erstmal gucken, wo das Zeug ist. Das Wärmsche. Doch, Gasextraktor T2 habe ich. Das ist ja das, was draußen steht. Das ist der Gasextraktor T2. Das da. Für Stickstoffkartusche. Aber wie ist denn das mit der Prio? Heißt Prio 5? Mega Prio? Und Prio 1 heißt weniger Prio. Yoda, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Mit dem Gasextraktor haben wir alle. So sieht's aus. Zuck zurück. Wo ist die Popotröte? Wo ist sie? Taxizentrale Mutti wurde wieder angefordert. Ja. Sie braucht Dinge für Dingsbums. Denke ich richtig, weil 5 ist wahrscheinlich Max, oder? Ach, schon wieder der Zeigeruch. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Die guten Bohnen. Dann mach jetzt Prio 5. Gucken, was er jetzt macht. Und da entleert er auch nichts. Meine Drohnen sind weg. Wo sind die überhaupt alle? Weg. Einfach weg. Einfach weg. Ach so, diese Knubbels, ne? Also, nochmal. Nein, Bar und Brick. Ach so. Und wie? Nee, kann ich nicht. Kannst du deine Drohnen auf der Map sehen? Hier kann ich es einstellen. Nee, Baumbrick, das stimmt nicht. Hier kann ich es einstellen, aber bei denen kann ich es nicht einstellen. Bei denen kann ich es leider nicht einstellen. Stelusia! Stella, wie geht's dir? Hallöchen, gute, wie?
Ich muss erst dieses die Drohnenrakete abschießen. Ist jetzt nicht so wichtig aktuell, weil es ziemlich teuer ist. Drohnenvisualisierungsrakete. Obwohl, könnt ich machen. Dann habe ich sie nämlich. Dann habe ich sie nämlich, Leute. Alles fein hier bei euch auch. Na klar, bei uns auch. Huch! Ach du heiliger Strohsack. 2, 4. Und eine Rakete und ein Stab. Ein Stab und eine Rakete. Und hallo Dodo. Schön, dass du auch wieder da bist. Beim T2 kannst du es einstellen. Aber ich habe doch schon T2 da stehen. Guck, Gasextraktor T2, das ist der. Wo ist denn der T1er? Wo ist denn der T1er oder ist der dann weg? Ah, der ist ja dann sowieso weg. Nee, das ist der, den ich da draußen stehen habe, denke ich. Oder nett? Ist es der nett? Amphibien, geil, ja. Happy Partner, habt das gerade gesehen, nice. Dankeschön, Stella. Ja, Mann. Ach, das ist ein T1. Ja, ist ausgeblendet, ne? Ach so. Ja, dann muss ich eskalieren. Leiterplatten-Eskalation, Leute. Dann muss ich eskalieren. Erstmal hier. Auch Eisen und Triebwerke. Und Eisen. So. So, jetzt haben wir noch mal 3 hergestellt. Sonst kommen die ja nicht mehr rum. Jetzt machen wir die Drohnenvisualisierungsrakete. Rentiert sich ja jetzt langsam. Drohnenvisualisierungsrakete. Jetzt geht's rund. Endgame, Leute. Guck hier. Ach, du heiliger Strohsack. Endgame. Push the button. Jetzt müsst ihr mich nur dran erinnern, dass wir jetzt auch auf die Map gucken. Hallo Shiki, ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Herzlich willkommen im Chat. Ist das Game wie Subnautica aufgebaut? Viele sagen, es ist Subnautica, nur nicht unter Wasser. Ja. Platz im Drohnenlager. Guck auf die Map. Ajo. Nee, die sind unterwegs. Nee, eins ist im Lager. Ich gucke jetzt auf die Map. Also Leute, diese Ansicht hatten wir gehabt. Oh, die Tronis. Diese Ansicht hatten wir gehabt. Und jetzt können wir so weit rausschwenken. Okay, das ist geil. Also im Grunde kannst du dir mit dem GPS-LED T4 die komplette Map anschauen. Es wird auch keine Monster geben. Richtig. Es wird auch keine Monster geben. Wir werden nie Gegner haben oder sonstiges. Wird's nicht geben, ja.
Ah, die Pfeile, die gibt's auch noch, Blacky. Herzlich willkommen im Chat, servus. Deswegen gibt's auch noch das da, richtig. Was halt mega ist, ne? Aber ihr seht ja schon, guck mal, die Karte geht eigentlich komplett drauf. Da muss ich das gar nicht benutzen, ne? Ist auch neu, richtig. Mhm. Und hier seht ihr jetzt die Dronis, ne? Aber ich habe jetzt eigentlich 5 hergestellt. Liegen die jetzt hier doof rum oder weil die das nicht wegschaffen? Eigentlich habe ich gesagt, macht's weg, ne? Kann natürlich sein, dass die Kisten voll sind. Warte mal, das werden wir jetzt gleich überprüfen. Die Kiste ist voll. Oh, die Kisten sind voll. Okay, pass auf. Mutagen T2, Mutagen T3. Wie viele Bakterien habe ich am Start? Ja, dann mach doch einfach mal Bakterien. Bei Subnautica gibt es keine Map. Okay, das ist krass. Endlich, vorher ging immer nur ein Teil zur Ansicht. Mega die Änderung. Ja. Okay, geil. Finde ich auch gut. Das finde ich auch sehr gut. Und die Drohnen machen auch keine Geräusche, was ich sehr cool finde, ne? Also nichts, was die ganze Zeit und jetzt kommt da wieder eine. Das wäre ja auch, ich glaube, das wäre ja heftig. Und sie können durch Wände fliegen, was auch geil ist. Dadurch blockieren sie nichts, ne? Das Spiel will, dass du dich verloren fühlst. Das muss so. Oh Gott. Ich würde das so lieben, wenn die Drohnen auch Sachen vom Boden aufheben in einem bestimmten Bereich. Wäre wahrscheinlich dann wieder zu einfach bauen, Brick, ne? Aber dann wären wir im Endgame bauen, Brick. Dann wären wir im Endgame. Ja. So, das war nämlich das Problem gewesen mit den Drohnen. Und jetzt sollte nämlich das hier auch leer sein. Sehr gut. Nur, dass hier zwei nichts machen, das finde ich nicht so schön. Ihr wisst schon, dass ihr genug zu arbeiten habt, ne? Dafür gibt es dann Mods. Ach du heiliger Strohsack. Hast du die Faulheit gehört? Ich merke gerade, dass du das noch gar nicht gespült hast. Nee, Stella, ich kann das nicht spielen, Subnautica, weil ich Thalassophobie habe. Ich kann das nicht spielen. Ich habe selbst Angst beim Zuschauen, kann ich das nicht. Shark, viel Spaß im Lörg! Ich kann es leider nicht spielen. Übel, ne? Ja. Ach so, genau. Der Gasextraktor T2, ne? Den wollte ich noch bauen. 2CO. 2CO. Achso, ich gehe mal auf die falschen. 2CO. Ja, ich denke, einer reicht, oder? Und was war das jetzt nochmal gewesen? Ein Iridiumstab. I-Stäbe. Ich denke, einer reicht. Oben am Wasser kannst du planschen.
Nein, Shark, selbst das geht nicht. Ach so. Ich dachte schon. Selbst das. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Selbst beim Anschauen kriege ich Panikattacken. Ich finde das ganz, ganz furchtbar, Shark. Wenn, also gerade bei Subnautica, das ist dasselbe wie auch bei Stranded Deep, wenn unter mir die endlosen Weiten sind und es ist alles dunkel unter mir. Ich finde das ganz furchtbar. Genau, wir bauen später 25 Drohnen bauen, Brick. Und dann noch mehrere Stationen. Also ich will 50 Drohnen mindestens haben. Kannst du in die Badewanne oder auch das nicht? Nein, ich kann auch in den See. Es geht mehr ums Meer und um die Dunkelheit. Gott sei Dank gibt's den. Ich wusste schon nicht mehr, wohin mit dem Sauerstoffkartuschen. Nix Wasser, es wird nur gepudert. Was? Hallo Cien! Thalassophobie heißt die Phobie. Wir planschen einfach einen Chef in ihrer Badewanne. 250 in die 50. Genau, Barmbrick. Jeffin hat halt Angst im Dunkeln, ja. Zwei Stationen mit je 25 Drohnen. Genau, Gino, ja. Hallo, Anja. Und hallo an die Hakenträgerin. Das hört sich nicht gut an. Anja, das hört sich nicht gut an. An die Hakenträgerin. Ich habe deine Mail noch nicht gelesen. Ich hatte Angst. Jetzt hat sie mich runtergehandelt. Es waren 300. Ist auch noch ein neuer Begriff. Ja, ja, ja. Also möchtest du Subnautica einfach den Ozean verdampfen? Ja, genau. Am besten abheben und weg, Axtschwinge. Jetzt ist sie wohl Captain Hook. Okay, Anja, dann ist ja gut. Okay, was wollte ich denn jetzt noch machen? Was wollte ich denn jetzt noch machen? Wir haben jetzt den Gasextraktor T2. Bevor wir uns jetzt losmachen. Dann kann ich ja doch die Aquarien bauen. Nee, wir machen uns erst los. Ich will eigentlich erst fort. Oder dauert das jetzt lange mit den Fischen? Oh ja, Captain Hook. Kapitänin Hook. Oh, ich habe Angst. Leiterplatten. Einlagern. Oh, Anja, das ist was für dich. Leiterplatten einlagern. Drei Leiterplatten hole ich mir noch. Eins, zwei, drei. Und was brauche ich noch? Ich vergesse es immer wieder. Ach, Eisen. Drei Eisen. Geh mal die Bude putzen. Ja, mach das, Stella. Bis dann. Ja, die Fische dauern. Die Mail von Anja war bestimmt eine Aufforderung, eine Gehaltserhöhung durch den Aufstieg zum Hacken. Ja, richtig, ja. Wir müssen los andere Sachen noch einstellen. So sieht's aus, Dike. Deswegen baue ich jetzt noch mehr Drohnen. Weil die ja auch Dinge transportieren müssen, ne? Obwohl ich überlege, Sauerstoff brauche ich keins mehr.
Ich werde mir jetzt Essen mitnehmen. Ach so, hier die blöden Kartuschen. Hier, bring weg. Und das Wasser kannst du auch wegbringen. So, hier Wasser. Wasser und Kartuschen. Ah, oh, bitteschön. Tschüss. Oh, das geht gut. Oh, das geht gut. So, ihr wisst vielleicht, was ich vorhabe? Wenn nein, dann weiß ich auch nicht. Die Fische dauern. Ja, ich will aber trotzdem jetzt verreisen. Kannst du jetzt verkaufen statt wegwerfen? Nein, Anja, das sind Drohnen, die mir das selbst wegsortieren. Ist das geil oder ist das geil? So, wo bin ich jetzt? Ach du heilige Scheiße. War hier was Neues? Weiß ich nicht. Ja, das ist voll geil. Ach, ich kann ja jetzt atmen, ne? Nur im Wasser nicht. Was war das? Was ist das? Was ist für ein Geräusch? Sind das meine Drohnen? Doch immer. Ich habe im Oktober beim letzten Update habe ich gespielt. Warum liegen hier auf einmal keine Larven mehr? Nee, das ist so ein Klicken gewesen. Du hast sie ausgerottet.